Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast, dem Expertenpodcast für Business Intelligence und Performance Management. Inspirationen, Know-how und Impulse für Controller und CFOs, die noch erfolgreicher sein wollen. Ihr heutiger Gastgeber, Peter Blum. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Unser Thema in dieser Woche in zwei aufeinanderfolgenden Podcast-Folgen lautet Karriere im Business Intelligence Consulting. Sie wissen, wir bei Advisio, wir erweitern permanent unser Consulting-Team und von daher sind beide Podcast-Folgen durchaus in eigener Sache. Für wen sind beide Episoden interessant? Wer sollte an dieser Stelle weiterhören? Nun, zum einen alle Studierenden, die am Ende ihres Studiums stehen und sich nun überlegen, ob ein Einstieg ins Consulting eine sinnvolle Option ist. Zum anderen ist der Podcast interessant für alle Studierenden, die noch mitten im Studium sind und über ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit im Consulting zum Reinschnuppern nachdenken. Denn ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit ist die klassische Möglichkeit, erste Einblicke in den Berufsalltag zu gewinnen. Wie ein Praktikum bei Advisio im Business Intelligence Consulting aussieht, für wen es interessant ist und was es beinhaltet, darüber habe ich mich mit zwei unserer Praktikanten bei Advisio unterhalten. Und wenn ein Einstieg in die Business Intelligence Beratung auch für Sie interessant sein könnte, dann schauen Sie unbedingt vorbei auf www.advisio.de/karriere. Und dort finden Sie das Interview übrigens auch als Video. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Reinhören ins Gespräch. Herzlich willkommen, Phil Hennecke und Leon Benkert. Schön, hier zu sein. Jetzt werden ganz viele Studierende unseren Podcast hören und sehen. Und die erste Frage, die man sich natürlich immer stellt, wo kommt ihr her, wer seid ihr, wo studiert ihr? Vielleicht könnt ihr dazu etwas sagen. Fangen wir bei dir an, Phil. Ja, ich bin Phil, ich bin 25, ich komme ursprünglich aus Hannover, studiere gerade in meinem letzten Semester Wirtschaftswissenschaften an der Uni auch in Hannover und habe jetzt zum 1.3. ein Praktikum bei Advisio angefangen. Okay, setzen wir bei dir fort, Leon. Ja, mein Name ist Leon, ich komme von der TU Darmstadt. Ich bin im 6. Semester Bachelor Wirtschaftsinformatik und ich habe einen Monat nach dem Phil angefangen, im April, und ja, bin seitdem hier bei Advisio. Jetzt studiert ihr und irgendwann dann kam bei euch die Frage auf, Mensch, ich würde ganz gerne ein bisschen in die Praxis, ich würde ein Praktikum machen. Und dann ist es natürlich auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass man ja zwingend in die Business Intelligence geht und auch nicht zwingend zu Advisio kommt. Aber was waren das für euch, bei euch für Gedanken, für Hintergründe, die diesen Weg sozusagen vorgezeichnet haben? Fangen wir bei dir an. Ja, bei mir war das eigentlich recht einfach. Advisio macht zusammen mit der TU Darmstadt immer ein Studentenprojekt. Und in dem Projekt war ich auch. Und wir haben dann anschließend das Angebot bekommen, ein Praktikum zu machen. Und ja, da mir das Projekt sehr viel Spaß gemacht hat, habe ich mir gedacht, das schaue ich mir noch mal näher an und habe mich dann für das Praktikum entschieden und bin bis jetzt auch ganz glücklich damit. Wunderbar. Phil, wie war es bei dir? Genau, ich habe ja eigentlich Wirtschaftswissenschaften studiert, konnte aber im Master eben in Richtung Informatik mich vertiefen und hatte da so ein bisschen das Problem, dass es halt immer sehr theoretisch war und Thematiken halt immer nur in diesem Vorlesungskontext eben vorgekommen sind und ich einfach gerne jetzt nochmal, bevor das Studium eben auch endet und die Berufswahl bevorsteht, nochmal praktisch reinzuschauen, was denn eben der Alltag da auch zu bieten hat.
Okay. Jetzt habt ihr eure unterschiedlichen Ausbildungshintergründe, Studiengänge erläutert. Und wenn man studiert, dann möchte man natürlich auch irgendwas mitnehmen. Man möchte etwas in die Praxis mitnehmen. Man möchte etwas lernen, was man hinterher auch anwenden kann in der Praxis. Und wenn ihr das jetzt sozusagen vor eurem Praktikum reflektiert, was waren das für Punkte? Vielleicht startest du dann direkt mal, Phil. Was waren das für Punkte, wo du sagst, Mensch, ja, da haben wir was gelernt und das konnte ich direkt anwenden? Genau, also bei mir war natürlich viel die Kombination aus eben diesem wirtschaftswissenschaftlichen gepaart mit der Verbindung zur IT, welche Mehrwerte da eben dann geschlossen werden können durch die Unterstützung, durch zum Beispiel Business Intelligence, aber auch eben andere Thematiken. Und da konnte ich am Anfang des Praktikums definitiv diese Verbindung relativ schnell ziehen, weil das, was wir machen, unterstützt ja auch irgendwo Controlling und Geschäftszahlen und so weiter. Und die Verbindung konnte ich, glaube ich, dadurch etwas schneller fassen. Das hat mir auf jeden Fall definitiv geholfen. Okay. Leon, jetzt studierst du Wirtschaftsinformatik und da wird natürlich jeder denken, Mensch, ja, da ist eine ganze Masse, muss da direkt anwendbar sein. Jetzt musst du wahrscheinlich auch vorsichtig sein mit Kritik, weil du studierst noch, du bist noch nicht fertig und möglicherweise hört der eine oder andere Professor auch zu. Aber was sind das für Punkte, die dir direkt geholfen haben? Wir werden gleich natürlich auch noch darüber sprechen, was hat denn gefehlt am Studium? Aber fangen wir zunächst mal an, was hat geholfen? Eine sehr große Hilfe war auf jeden Fall, dass wir an der Uni FOP haben, funktionale und objektorientierte Programmierung. Und das hilft schon, das eine oder andere Skript besser zu verstehen oder halt Gesehenes einfach dann nochmal anzuwenden. Das ist auf jeden Fall eine große Hilfestellung. Es ist allerdings jetzt nicht so, dass man wirklich viel Vorwissen braucht. Also allein hier im Praktikum lernt man in den ersten Monaten extremst viel. Und man braucht nicht unbedingt einen großen Wissensschatz davor von der Uni, aus meiner Sicht. Das heißt, es gibt natürlich hier bei Advisio gibt es ein Onboarding-Programm und dieses Onboarding hat verschiedene Facetten und da gehören natürlich eben auch Fachwissen-Facetten dazu und eben natürlich entsprechend auch die Zeit, insbesondere in einem Praktikum, dieses Fachwissen natürlich aufzubauen. Erstmal ganz spontan, gibt es denn auch Punkte, wo ihr sagt, Mensch, ja, da hätten wir ganz gerne mehr gehört an der Uni, das wäre ganz gut gewesen, dann wäre es einfacher gewesen. Phil, wie ist das? Naja, vor allem, was ich eben auch angesprochen habe, ist eben von Thematiken immer halt etwas theoretisch zu hören, ist sehr interessant und auch die Wichtigkeit wird dann deutlich, wenn das von einem Professor eben vorgetragen wird. Aber den akuten Anwendungsfall oder den Mehrwert, den es dann speziell beim Kunden oder einfach generell gibt, der kommt halt ein bisschen zu kurz. Es geht immer so sehr ums große Ganze und ja, das ist alles wichtig, aber eben konkret einfach mal reinzuschauen, was denn wirklich gemacht wird, das ist halt in der Uni meist etwas kurz gekommen. Würdest du sagen, Leon, das ist es oder hast du noch einen neuen Aspekt? Nö, ich kann dem Phil da eigentlich nur zustimmen. Bei uns in der Uni ist auch recht wenig in Praxis, außer das Studentenprojekt. Und deswegen finde ich es eigentlich recht wichtig, da auch nochmal Praxiserfahrungen zu sammeln. Okay. Ganz viele Praktikantinnen und Praktikanten, die sich bewerben, die stellen immer eine wichtige Frage. Und die Frage, die lautet, ja, wie sieht denn so der Arbeitsalltag aus? Was habe ich denn für Aufgaben? Und die ist gar nicht so einfach zu beantworten, diese Frage, weil der Arbeitsalltag ja nicht jeden Tag gleich aussieht und auch nicht für jeden identisch gleich ist. Von daher, vielleicht versucht ihr das mal. Wie sieht euer Arbeitsalltag aus? Ja, das kommt ganz drauf an. Also ich bin jetzt noch nicht sehr lange hier, aber ich arbeite auch jetzt schon an extrem vielen Projekten, die auch extrem vielfältig sind. Das heißt, den Arbeitsalltag gibt es eigentlich nicht wirklich. Aber das finde ich eigentlich das Interessante, dass man nicht jeden Tag das Gleiche sieht, das Gleiche macht. Die Abwechslung ist mir da recht wichtig. Dazu kommt noch, ob man eventuell noch Supportdienst hat, das heißt Anfragen von Kunden, die eventuell reinkommen, die dann irgendeinen Supportfall haben, die sogenannten Tickets dann zu verteilen. Aber auf jeden Fall wird einem nicht langweilig. Phil, wie ist das bei dir? Ja, vor allem im Hinblick zu den traditionell vielleicht bekannten Praktika-Aufgaben, die man sich so irgendwie als Klischee vorstellt, ist das bei mir jetzt definitiv anders. Also ich wurde direkt mitgenommen und kann jetzt auch schon eben Kleinstaufgaben eigenständig eben im Projekt bearbeiten.
Und dann, was Leon eben auch angesprochen hat, eben dieses direkte Lernkurven mitnehmen auf jeden Fall. Jetzt fragen mich auch ganz viele Praktikantinnen und Praktikanten, die sich bewerben, ja, bin ich denn in echten Kundenprojekten eingesetzt oder mache ich da ein bisschen was so für die Galerie? Wenn ihr das so ein bisschen prozentual mal beleuchten würdet, in wie viel Prozent der Zeit seid ihr in echten Kundenprojekten eingebunden und wo macht ihr etwas, ich sag's mal so ein bisschen salopp, auf der PowerPoint-Ebene? Ich würde sagen, also schon vielleicht 85-15 oder 80-20, also 80% direkt im Projekt. Okay. Es gibt klar Sachen, die man vielleicht erstmal einmal testen sollte, bevor das irgendwie produktiv beim Kunden umgesetzt wird. Aber das gehört, glaube ich, dazu und danach war es direkt meist in richtigen Projekten. Und ich vermute mal, Leon, bei dir ist es ähnlich. Ja, ich habe sogar das Gefühl, dass eigentlich sogar noch mehr beim Kunden tatsächlich passiert. Also ich habe auch das Gefühl, dass meine Arbeit, die ich hier dann wirklich auch leiste, auch so mitgenommen werden kann, auch an den Kunden weitergegeben werden kann. Nicht klassisch, ja gut, der Praktikant, wir bringen dem halt so ein bisschen was bei, sondern man kann auch wirklich sinnvoll was dazu beitragen. Ihr habt euch entschieden, auch nicht nur eine Woche oder zwei bei Advisio zu sein und ein Praktikum zu machen, sondern durchaus ein bisschen länger. Vielleicht könnt ihr sagen, wie lange ihr dabei seid und vielleicht auch eine Einschätzung für andere, die sich das anhören oder ansehen, was wir hier machen. Was ist so ein optimaler Zeitraum für ein Praktikum aus eurer Sicht? Ja, mein Praktikum dauert jetzt 5 Monate. Ich persönlich finde es zeitlich so perfekt eigentlich. Also alles ab 3 Monate finde ich okay. Kürzer finde ich ein bisschen schwierig, weil man halt wirklich in den ersten Monaten extrem viel lernt, dass man dann in den letzten dann eventuell noch anwenden will auch. Und deswegen, ich finde mindestens 3 Monate, maximal 6, sonst wird es vielleicht ein bisschen zu lange. Phil, siehst du es genauso? Oder? Würde ich mich genauso anschließen. Ich habe auch mich für 5 Monate entschieden und vor allem der letzte Punkt vom Leon, den würde ich nochmal hervorheben, dass es dann ja eben auch so ist, dass man das, was man gelernt hat, dann ja auch produktiv gerne umsetzen möchte. Und es ist natürlich schade, wenn das dann hinten raus zu kurz wird, weil das Praktikum schon vorbei ist. Jetzt ist eine Vergütung für ein Praktikum, ja zumindest bei Advisio ist das eine Selbstverständlichkeit und trotzdem überlegt man sich natürlich, was ist fair, was ist eine faire Vergütung, weil klar, ein Praktikum kann nicht so bezahlt werden wie eine Festanstellung, weil man ist ja auch noch, wie ihr das auch gerade geschildert habt, voll in der Lernkurve unterwegs. Von daher vielleicht mal einfach, vielleicht deine Gedanken, Phil, was sind deine Gedanken zum Thema faire Vergütung für ein Praktikum? Genau, wie eingangs angesprochen, komme ich ja eigentlich ursprünglich aus Hannover. Da würde ich einmal ansetzen bei dem Punkt. Und zwar war es eben bei mir so, dass ich gerne am Standort Düsseldorf arbeiten wollen würde und das dann eben auch umgesetzt habe, indem Advisio auf mich zugekommen ist und eben angeboten hat, meine Wohnung in Düsseldorf eben zu übernehmen. Das empfinde ich als auf jeden Fall einen fairer Deal. Ohne jetzt muss man ja nicht über Geld sprechen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir in der Situation halt sehr viel weitergeholfen hat, um eben dann auch diesen Sprung aus Hannover zu schaffen und einfach in Düsseldorf vor Ort zu sein. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, die du rüberbringst. Es ist im Prinzip egal, wo jemand herkommt. Natürlich haben wir nicht überall Standorte von Advisio, aber wir versuchen halt, dieses Thema Standort, dieses Thema Wohnung abzufedern, weil natürlich klar, wenn jemand aus München kommt, der kann nicht täglich pendeln nach Düsseldorf oder nach Kaiserslautern, sondern muss dort wohnen und das ist natürlich eben der Kostenfaktor schlechthin und das darf aber auf der anderen Seite, wenn jemand wirklich Interesse hat, wenn jemand wirklich Bock hat auf Business Intelligence, darf das kein Hinderungsgrund sein und ja, das ist das Thema faire Vergütung, wie du es siehst und vielleicht hast du noch eine Ergänzung, Leon, zum Thema oder ist es das so gewesen, was der Phil gesagt hat? Im Großen und Ganzen kann ich mich dem Phil da auf jeden Fall anschließen. Ich finde es insgesamt auf jeden Fall fair, wenn man als Praktikant jetzt nicht zusätzlich auf irgendwelchen Kosten sitzen bleibt. Also man sollte dann im Praktikum eventuell noch mit einem leichten Plus, aber auf jeden Fall nicht mit im Minus rausgehen. Ich glaube, da sprichst du viel Wahrheit aus. Und ein Minus wird es nie sein, aber es sollte auch kein finanzielles Minus sein, aber es sollte natürlich in jedem Fall, und ich glaube, das ist bei euch der Fall, ein
auf jeden Fall ein Plus sein, was die Entwicklung und Weiterentwicklung angeht, Know-how-Aufbau und nicht nur kopieren. Aber ich höre natürlich ganz klar raus, das habt ihr in eurer Tätigkeit vorgefunden. Und von daher stellt ihr euch natürlich auch immer die Frage, klar, während eures Praktikums, wie geht's weiter, will ich bei Advisio bleiben? Und wir sind froh bei Advisio, dass ihr eure Entscheidung getroffen habt. Wie sieht's bei dir aus, Leon? Ja, ich habe tatsächlich gestern erst meinen Werkstudentenvertrag unterschrieben und habe vor, auch noch über mein Praktikum hinaus bei Advisio zu bleiben. Das freut natürlich das gesamte Team. Phil, wie ist es bei dir? Genau, bei mir ist es keine Werkstudententätigkeit geworden, weil mein Studium jetzt ja endet. Dementsprechend starte ich tatsächlich ab dem 1.8. dann schon als Vollzeitkraft bei Advisio ein. Mhm. Auch das freut das gesamte Team. Und ja, wir sind stolz, dass wir euch beide an Bord haben und dass ihr weiterhin ja nicht nur mit guter Stimmung, sondern auch mit toller Leistung alles verstärkt hier und ja, für unsere Kunden da seid. Das waren Phil Hennecke und Leon Benkert. Wir haben einige Informationen versucht zu geben für Praktikantinnen und Praktikanten, wie ein Einstieg aussehen kann bei Advisio, ob als Praktikant oder als Werkstudent und welche Perspektiven sich eröffnen. Herzlichen Dank für diese Information. Dankeschön. Danke.